Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommissar 70 im Namen weiter Gastreplay. Und hier ist er wieder, der Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X, hier mit seinem 8er Light, den LHMTV, den wir erst gestern hatten. Und diesmal ist er auf der Map Geisterstadt im Norden gestartet, rein das 8er Gefecht. Wir haben 4 Heavys, 4 Mittelpanzer, 5 TDs, 2 Lights und 0 Maliati. Ja, Munitionsverteilung hat er hier, APC dabei, Premium-Munition mit 258 Durchschlag, 230 Damage und 5x AE mit 280 Damage und 42 Durchschlag. Kleines Medkit, kleines Redkit und Tee mit Pudding als Ration. Ist hier zum Spotten in die Mitte gefahren auf D3 oder 3D oder D3, wie auch immer. So. Ja, ist auf dem Weg zur dritten Gunmark. 2 Gunmarks hat er drauf. Das haben wir gestern schon gesehen. Ja. Schauen wir mal. Progetto 46 hat erstmal schön schon mal welche reinbekommen. Dort kommt nochmal ein Borast durch. Ja, da gibt es auch fleißig Unterstützungsschaden oder Aufklärungsschaden. Je nachdem. 1678 haben wir bereits. Sind nicht mal 2 Minuten rum. So kann es gehen. Und ja, da kommt der Borast durch mit 851 Hitpoints. Progetto 46 hat noch 417 HP. Centurion 1 kriegt auch gut rein. 1-0 steht es bereits. Gegnerischer HWK 12 ist raus. Ja, ich habe es gestern schon gesagt, da haben die Engländer versucht, den AMX nachzubauen und dann ist sowas rausgekommen. Sieht jedenfalls so ein bisschen ähnlich aus, aber doch wieder ganz anders. Einzelschuss, Reloadzeit 8,82, wie wir sehen. Einzelzeit ist hier 2 Sekunden, 63 km/h, fährt die Hütte vorwärts, 23 km/h rückwärts. 10 Grad geht die Kanone unten, wenn man es braucht, Sichtweite 380 Meter. So sind wir mit den Stats schon durch. Missionen hat er auch aktiviert, aber da ist er schon längst durch mit den ganzen Missionen. Können ja mal schnell mal gucken, was da so am Start ist. Ja, Allianz 15, Kommandosoldat, so wie gestern Richtung Chimera. Aber die hat er wahrscheinlich nur so aktiviert. Die Chimera hat er schon längst. So, das haben wir da. T44. Ja, Schuss raus, aber drüber weg. Jetzt geht er natürlich auf. Naja, diese Position war sowieso nicht mehr so ganz das Wahre. Kehrt jetzt doch wieder zurück, weil der T44 da stehen bleibt. Scorpion G hat er noch aufgemacht. Und mal eine kleine Granate rüber geschickt zum Anfüttern. Mit 213. Ja, also nach meinem Indikator war er jetzt noch gerade noch offen. Verschiebt sich auch immer ein bisschen. So, jetzt gibt es unseren Aufklärungsschaden für, vom T44, so gesagt. 2074 Damage. Als Aufklärungsschaden. Ihr wisst, was ich meine. So, dann bügelt er mal zur anderen Seite rüber. Was da so abgeht. Na, IS-3A. Ah, der Schuss ist vorher runtergefallen. Hat es nicht gereicht. Und da ist er auf. Ja, schön nochmal ein T44 einreihen. Noch einen zweiten Schuss hinterher. Ach, da fällt wieder die Granate runter. Upsala, ein kleiner Fahrfehler. Aber der T44 ist raus. VK 45 02A. Nicht getroffen. Die Granaten wollen da nicht hin. Und, jawohl, da nimmt er den 45 02A raus. Erster Kill. Jetzt ist natürlich wieder aufgegangen. 6:8 steht es.
Jetzt wieder zurück zur anderen Seite oder eher in der Mitte. Ah, da ist ein ISA 3A. Ja, da gibt es aber wenigstens Aufklärungsschaden für 133 dazu. Wenigstens was, wenn er schon nicht durchkommt. 7:9 steht es. So, 5 Minuten sind rum. 5,5 Minuten. Der Progetto, den gibt es immer noch mit seinen 410 HP. 417 HP, wollen wir mal nicht 7 HP unterschlagen. Den gibt es immer noch vom Anfang. Ja, versteckt sich da schön hinter dieser Sandbank. Kann man so nennen, kleinen Hügel. Oh, oh. Gegner holen ein bisschen auf. 8:12. Da gab es eben Schlagabtausch. So, T34-3. Macht da einen Schuss drauf. Aber ein anderer nimmt den Kill. Er kriegt den Unterstützungsschaden. Auch nicht schlecht. Da ist noch so 130 PM noch hinter dem Gebäude. Hinter dem nächsten sogar. Die 130 PM möchte den T69 haben. Ja, der gut Schlagabtausch. Und erster Treffer in die 130 PM. Und reicht der Reload? Gefährlich. Schlagabtausch mit der 130 gemacht. 515 gegen 299. Dafür hat er die 130 PM rausgenommen. Wir haben komische Kille wieder nicht bekommen. Wieso? Warum? Weshalb? Verstehe ich nicht. Oh, was haben wir da gewonnen? T92 steht da im Busch. Und der trifft nochmal. Jetzt sind noch 251 Hitpoints über. Nochmal. Auto eben drauf. Jetzt gibt es hier Jagd um die Mitte. Och, da wird er weggerammt. So, das Game ist Ende und wir sehen uns in den Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, auch wenn das eine Niederlage war, aber da ist sie, die dritte Gunmark. Und wieder hat er einen Panzer abgeschlossen mit der dritten Gunmark. Dann haben wir hier erster Klasse und Wirkungsfeuer 46.140 Credits. XP kommen wir später, aber den Wachposten gab es noch dazu. Und dann gehen wir in Teamscore. 2000 Damage, 1 Kill, 644 Basis-XP. Vietnam Report, 14 mal geschossen, 9 mal getroffen, 8 mal durchschlagen, 429 Damage, über 300 Meter. Dann hier Aufklärungsschaden 3132, macht zusammen kombinierten Schaden von 5132. 2,84 Kilometer gefahren, da gab es 28.029 Credits. Dann hier ein Bonus dazu, 3264, macht 46.940 abzüglich Repair, Munition und Ration. Minus von 36.325, aber ist egal, das Ding ist abgeschlossen und rund. Ja, Spielzeit für ihn 7 Minuten 26, da wurde er weggerammt und dann war das Game war aber gleich danach zu Ende, nach 5 Sekunden 7:31 und dafür gab es 644 Basis-XP und dann hier ein Bonus dazu 367 XP dazu, 18 freie Erfahrung, macht eben 1517 XP und 75 freie Erfahrung. So, das war eine ganz nette Runde und wieder hat ein Panzer abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.